Seit meinem letzten Video zu diesem Teil, zu dieser Steamboat 2 Compact oder Speed, habe ich negative Kommentare bekommen. Nämlich der standardmäßig 35 Pfund Bogen, der hier normalerweise eingebaut ist, der wäre zu schwach, das wäre Kinderspielzeug. Was ich absoluten Blödsinn halte. Aber in dem Video wollen wir schauen, was der 35 Pfund Bogen oder der Upgrade Bogen mit den 55 Pfund kann. Und ob wir mit diesem starken Bogen, den ich da jetzt eingebaut habe, auch noch schnell schießen können. Wenn dich das interessiert, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop über Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Wir machen einen Schusstest und zwar mit der Compact und auch mit der Tactical und zwar mit unterschiedlichen Bögen. Und zwar, standardmäßig ist bei dieser Tactical ein 55 Pfund Bogen dabei. Wie viel Joule der macht nämlich viel, viel mehr Joule als so mancher 80 Pfund Bogen von irgendeinem taiwanesischen oder chinesischen Hersteller. Geh in meinen Shop, schau dir das an. Da habe ich jetzt den schwachen Bogen unter Anführungszeichen draufgegeben. Ja? Mit dem werden wir schießen. Und wir werden jetzt mit der Compact schießen. Und zwar mit dem starken Bogen, mit den 55 Pfund. Okay? Weil da die Antwort war, naja, das Ding ist ja ein Spielzeug. Nein, ist kein Spielzeug. Und wir werden jetzt auf unterschiedliche Dinge schießen. Wir werden einen Schusstest machen, wir werden einen Speedtest machen. Also halte dich an, bei dem Video geht es jetzt richtig rund. Fangen wir mit dem Konzept noch einmal an. Ich habe ein Video vor kurzem gemacht und hochgeladen eigentlich, oben beim i-Klicken. Da springe ich herum damit und schieße fanmäßig mit dem 35 Pfund Bogen. Und jetzt habe ich den 55 Pfund Bogen eingespannt. Wir schießen dann auch gleich. Du wirst dann gleich die Performance sehen. Aber nur damit wir es verstehen. Der 35 Pfund Bogen, der da standardmäßig mit dabei ist, der ist für einen Sportschützen, Spaßschützen wie mich einfach ideal. Warum? Ja, wenn du herumschießt, einfach so 100, 200, 300, 400 und ich habe am Stück schon einmal über 500, 600 Pfeile geschossen. Nämlich gestern. Das merke ich jetzt in meiner Hand übrigens. Ja? Dann macht es keinen Spaß mit dem 55 Pfund Bogen. Denn es ist eh egal, ich brauche die Power ja nicht. Ich schieße auf kleine Distanzen, möchte mich dabei bewegen, möchte hervorschießen, möchte oben drüber schießen. Fertig, da reicht das. Aber Steamboat ist ein internationales Unternehmen. Ne? Und die exportieren auch in die USA. Und in den USA, und da gibt es auch Videos. Das ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz halt kein Thema. Aber dort ist das anders in den USA. Andere Länder, andere Sitten. Du kannst davon halten, was du willst, aber es ist so. Die schießen damit Eichkatzerl runter. Die erschießen damit ein Wildschwein, gibt es ein Video dazu. Die nehmen das zur Selbstverteidigung. Die machen das halt. Wir tun das nicht, aber sie tun das. Was soll ich tun? Andere Länder, andere Sitten. Ist es meine Aufgabe, zu erklären, was die Amerikaner tun sollen oder nicht? Nein, ja. Ich kann meine Meinung dazu haben, aber sie dürfen auch ihre haben. Und die schießen. Mit der Stinger 1 war das noch, ja, mit dem Standardbogen mit einem Broadhead ein Wildschwein nieder. Oder sie schießen irgendwelche Eichkatzerl runter. Die machen das. Oder sie sagen, it's for self-defense. Kann man gut oder schlecht finden. Und da kommt jetzt der Punkt. Bei der Selbstverteidigung, beim Jagen, schieße ich da 500 Mal? Nein. Da reicht es mir, ein paar Mal zu schießen. Vielleicht kann noch einmal mit einem Speedloader nach. Mag alles sein. Ich als Sportschütze will aber häufig schießen. Da reicht bei der 35 Pfund Bogen. Aber für unsere amerikanischen Freunde, die das eben jagdlich oder eben zur Selbstverteidigung einsetzen wollen, ist durchaus ein 55 Pfund Bogen denkbar. So, ich bin ja Fallurlauber, also keine Sorge, da kommt jetzt niemand, ja, was ich da jetzt tue. Das ist alles auch in Sicherheit, also keine Sorge, ja, weil für die Sicherheitsfanatiker. Ich habe jetzt den starken Bogen eingespannt, 55 Pfund Bogen. Und ich bin ein halbwegs starker Mensch, ich bin nicht wirklich stark. Aber das hier ist jetzt für mich kein Problem gewesen. Du hast es gesehen, war ganz einfach. Aber wenn ich das 500 Mal an einem Nachmittag komprimiert in 2 Stunden machen müsste, dann würde mein Arm sagen, bitte hör auf damit. Vielleicht hast du solche Baumstammarme, dann ist dir egal, dann kannst du den 90 Pfund Bogen wahrscheinlich auch einspannen. Ich schaff's nicht. Und da geht es jetzt auch darum, möchte ich Speedshooting machen? Fun-Shooting machen, dann werden wir einen 35er einbauen. Will ich aber jetzt zum Beispiel jagdlich das einsetzen oder wie die Amerikaner zur Selbstverteidigung, dann muss ich eh nicht so oft schießen. Dann ist es ja auch wieder okay. Okay? Und du hast die Speed ja gerade vorher gesehen, aber auch mit einem 55 Pfund Boden geschossen. Gut. Das jetzt mal zum Konzept grundsätzlich. Und jetzt noch ein Punkt. Nämlich bevor wir die Schusstests jetzt machen, ich spann dich auf die Folter. So, ich lege jetzt den weg
und habe jetzt hier in die Tactical den 35er eingespannt. CQ. Gibt es alles billige Eigenwerbung natürlich bei mir als Nachkaufset. Schau. Ich bin hier auf Aldo Labaté, ich kann das, darf das hier machen. Wie gesagt, da ist jetzt niemand. Und jetzt habe ich den schwachen Bogen. Und das geht wirklich butterweich. Das heißt, es ist auch denkbar für jemanden, der Fun-Shooting machen möchte. Weil das ist butterweich. Butterweich. Ja? Das ist für jemanden, der zum Beispiel den 55-Pfund-Bogen, es sind meistens Damen, ja, haben auch schon Feedback bekommen, die sagen, ah, ich spare mir das nicht so leicht. Mit dem hier, du siehst, das ist, also das ist wirklich, das schafft wirklich so gut wie jeder. Und das ist der Punkt dabei. Das heißt, ich kann mit diesen Wurfarmen jetzt da zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich möchte auch 500 Mal schießen am Nachmittag, so auf Sport schießen, dann tut mir immer da leichter. Ich brauche die Power ja nicht, weil das Ding soll eh nicht auf 100 Meter schießen. Das heißt, ich glaube, dass jetzt das Einsatzgebiet auch klarer ist. Ich kann hier mit dieser Tactical den 55-Pfund-Bogen auch locker spannen, ganz locker. Aber ich muss es nicht. Und genau das ist der Punkt dabei. Was will ich mit dem Ding tun? Der Fun-Shooter, so wie es wir in Österreich, Deutschland und der Schweiz sind, wir machen das einfach zum Spaß. Da brauche ich nicht diese Zuggewichte. Ja? Und im Ausland, zum Beispiel in den USA, wo die Jagen und selbst die Fenster mitmachen, ja, dann sollen die halt einen stärkeren Bogen nehmen. Es geht, wenn sie wollen. Und daher, ich will auf einen Punkt nämlich hinaus. Diese Aussage, die immer wieder kommt, und ich finde die nicht nur unqualifiziert, sondern einfach auch dämlich. Dämlich. Zu schreiben, ich habe diese Kommentare alle gelöscht, wirklich, die lösche ich, die einfach reinschreiben. Das ist ein Spielzeug. Das ist ein Schaß, ein Spielzeug. Ein Schaß ist dieses Spielzeug. Ob mit 35 Pfund Bogen oder 55 Pfund Bogen, das ist kein Spielzeug, Leute. Und warum nicht? Das siehst du jetzt. Zuerst schießen wir auf einen Kürbis. Ich habe dann auch noch was anderes, was härteres vor, mir vorgestellt. Jetzt nehmen wir mal diesen Kürbis her. 1, 2, 3, 4, 5 und ein bisschen was. Haha. So, wir schießen jetzt einmal mit der Tactical und die Tactical bleibt immer auf 35 Pfund jetzt. Ja? Weil es hat ja nichts mit der Armbrust, mit dem Spannmechanismus zu tun, sondern es geht ja immer nur darum, was hat vorne der Wurfarm. So, ich schieße mit normalen Übungspfeilen, also mit dem blauen. Könnt ihr auch Botkins nehmen, wir werden dann auch die Botkins verwenden, aber alles da rein. Und ich schieße da jetzt mal drauf. Also das ist wirklich, also das ist, das kann ein 10-Jähriger. Ganz knapp daneben, wirklich ganz knapp daneben. Aber jetzt, so, Treffer, das war jetzt der erste. Ich gehe jetzt gar nicht hin, der ist oben. Und jetzt mit der Compact auch, wie du hier jetzt gut sehen kannst, das ist auch die Idee dahinter, dass man sieht, wie der Ladezustand ausschaut, also wie viel man noch hat, schieße ich jetzt mit den 55 Pfund. Und schau mal her, natürlich geht das, das kann ich aufspannen, ich schaffe das, lass wieder nach vor. Aber das braucht einfach mehr Kraft. Muss ich das schon sagen. Das ist einfach so. Da schießen wir jetzt auch. Versuche ich jetzt darunter zu schießen. Na, links daneben. Schau mal hin. Ah, schau. Das war jetzt der erste und das war der zweite. Man sieht natürlich auch hier, der geht tiefer rein. Aber das ist kein Spielzeug. Auch dieser 35-Pfund-Bogen, das ist kein Spielzeug. Also ich will von sowas definitiv nicht getroffen werden. Und natürlich, der 55er hat noch einmal mehr Power, das ist ganz klar. Also ich kann da nur sagen, ich möchte davon nicht getroffen werden. Gut, dann machen wir gleich weiter und schießen mal mit einem Broadhead. Dieser Broadhead-Jagdspitze, den USA hat einer, gibt es ein Video dazu, mit dem 50, also mit dem Standardbogen, mit einer Stinger ein Wildschwein erschossen. Dass das nicht weitgerecht ist, das ist auch ganz klar. Die Amerikaner machen das halt. Daher zu sagen, dass das Spielzeug ist, da wäre ich wirklich sehr, sehr vorsichtig. Also das ist Wahnsinn. Jetzt der 55-Pfund-Bogen. Ich schieße jetzt das erste Mal mit dem hier. Und wie gesagt, das funktioniert, aber es ist halt deutlich strenger und macht auf Dauer schießen nicht so viel Spaß. So, ich versuche jetzt gleich auch wieder links drunter zu schießen. Ja, passt. Und jetzt, da habe ich den Broadhead schon geladen, ist auch ein roter Broadhead mit der Compact mit der 35 Pfund. Also auch das hier, also das ist wirklich sehr, sehr leicht. Also für jemanden, der sagt, ich will jetzt Kadenz machen, auch das eine gute Möglichkeit. Ne? So, da schieße ich jetzt rechts. Ich hoffe, dass ich da gut hindrehe.
Ja, passt gut. Schauen wir hin. Also, 35 Pfund. Das ist, das Ding steckt da jetzt drin. Das ist ein harter Kürbis, ja, der dann nachher verkocht wird. Ja. Ich habe noch einen zweiten da aus Sicherheitsgründen, aber den werde ich gar nicht brauchen. Und du siehst natürlich, das ist hier der stärkere, der 55 Pfund. Der dringt tiefer ein. Ja, super, wunderbar. Der halt nicht so tief. Ja, wie gesagt, das ist das wirklich wichtig? Ich weiß nicht, aber soll so sein. Ja, also so sieht das Ganze aus. Und jetzt wollen wir auch mit dem Broadhead schießen, und zwar auf was ganz was Nettes. Und zwar auf eine Kokosnuss. Und zwar mit den Botkins. Ich habe vorher Broadhead gesagt, nein, ich meine Botkin. Ich habe das ja schon testweise gemacht. Und mit der 55, ja, du wirst es sehen, mit der 35 wirst du das auch sehen. Schauen wir es uns einfach an. Also ich schieße mal zuerst mit den 35, mit dem 35er Pfundbogen. Ich kenne das Ergebnis leider schon, weil ich es schon einige Mal probiert habe, aber jetzt muss, heißt es auch treffen. Botkins übrigens, ja, die schwarzen, die Orgen. Drunter. Ah! Treffer. Und der Bolzer ist wieder zu mir zurückgekommen. Legen wir daher, schießen wir noch einmal, damit wir gleich sehen, was das an Wirkung macht. Na, ah, daneben. Wurscht. Also, da hier, dieser Teil, da ist er reingesteckt und dann abgeprallt. Das heißt, ich habe die Kokosnuss nicht durchstoßen können. Das ist also anknackst. Ich glaube, ich nehme es einmal runter. Schau mal her. Ich lege es jetzt da dazu. Schau, da. Ein Stückchen rein. Aber nicht so stark, dass es das durchschlagen könnte. Die Broadheads, schau mal her, wie weit die in die Matte reinfahren. Das ist Wahnsinn. Ja. Aber die Kokosnuss hat er nicht durchschlagen können. Jetzt machen wir es mit dem stärkeren Bogen. Stärkerer Bogen, Compact, anderes Spannsystem, aber wie gesagt, es kommt ja nicht darauf an. Es kommt nicht darauf an, wie du spannst. Schießt man da drauf. So, Ätzel daneben. Und jetzt gibt's Kokosnussmilch. Jetzt gibt's Kokosnussmilch. Der eine, den ich daneben geschossen habe, der muss durchgefahren sein. Der muss durch diese Matte. Das ist ja nicht die Original Stimbo-Pfeilfangmatte. Die haben wir hier herüben. Die ist genauer abgestimmt. Die ist ideal. Das ist ja die hier nicht. Der ist durchgefahren, der Botkin, auf die Distanz ist absolut abartig. Schau mal, so weit ist das Ding reingefahren. Schon ein Unterschied, gell? Aber ist die Frage, ob das nötig ist. Also ich habe schon einiges geschossen. Ja. Also das ist jetzt die Kokosnuss aktuell hier. Mmh. Kokosnussmilch. Also durchschlagen ist innen drin. Also da rinnt die Kokosnussmilch raus. Also 55 Pfund Bogen durchschlägt es mit dem Botkin. Egal, ob mit Tactical oder Compact. Daher diese Aussage, das ist ein Kinderspielzeug. Als ich das gelesen habe, dass einige Fragen gestellt haben und gesagt haben, ist das so, das ist alles gut. Aber diese oberschlauen, supergescheiten, das ist ein Kinderspielzeug. Da muss ich meinen Puls runterdrücken mit Meditation. Ja, und vielleicht die wunderbare Aussicht hier auf Waldo Labbadie genießen. Das Grün, das mich dann beruhigt, weil das ein Blödsinn ist. Die Dinger sind wirklich gefährlich und man muss auch hier bei uns als Sportschütze aufpassen, was man tut. Ja, man muss aufpassen, was man tut. Ja, so, ich habe mit der 35 Pfund auf Compact schon einiges geschossen auf diese Kokosnuss hier. Das war alles, das war nicht 55, sondern der schwächere Bogen. Da hat Scherzeln rausgeschossen. Also das ist schon so, dass auch hier echte Verletzungsgefahr besteht. Also da musst du aufpassen, auch bei den 35 Pfund Bogen. Und ich hatte einmal durch Glück auch mit dem schwachen Bogen hier genau an diesen Wuchsknoten hier, also da der an Andockstellen, habe ich auch reingeschossen. Aber das ist halt. Schau her. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige dir noch was. Und das mag ich auch noch einmal wiederholen, weil die Frage auch bei meinem letzten Video war, kann man die Compact auf eine Tactical umbauen? Ja, da gibt es einen Kit, der kann man von dem hier auf das hier kommen. Und wenn du eine Tactical hast und sagst, ich habe die Tactical, ist voll cool, aber ich hätte auch gerne irgendwie so ein Compact-Spannsystem, dann gibt es einen Kit, das ist ein eigener Umbausatz
für das hier. Das heißt, die zwei kann man miteinander, also du kaufst dir eine entweder die oder die und kaufst dir den passenden Zusatzkit dazu. Also, wenn du die hast und sagst, ich möchte Tactical haben, dann heißt der auf Tactical und baust das zusammen und hast das hier. Und wenn du das hier und sagst, ich möchte aber eigentlich ein Compact auch bitte dazu haben, dann kaufst du dir das Umbauset auf Compact und hast beides. Und dann ist es sowieso ganz cool. Und bei der Compact dürfen wir halt eines auch nicht vergessen. Wenn man jetzt einhändig schießt und zum Beispiel in der einen Hand jetzt eine Taschenlampe hält, ne? Jetzt so zum Beispiel zum Schießen, beim dynamischen Schießen, und ich spanne jetzt auf, ich meine, ich zeige dir das jetzt mal so von der Seitenlage. Das heißt, ich spanne mal auf und bin jetzt hier und schieße jetzt einhändig. Ja? Es ist deutlich schwieriger, wenn ich was in der Hand habe, hier aufzuspannen und dann jetzt zu schießen und dann muss ich wieder und dann gehe ich wieder hier mit der Lampe und leuchte das Ziel aus und schieße wieder. Das heißt, für solche Schießübungen geht das natürlich mit der 55 Pfund Bogen. Das ist ganz klar. Aber das macht auf Dauer einfach nicht so viel Spaß. Aber das musst natürlich du entscheiden. Wenn du ein Henker bist mit solchen Oberarmen, dann ist das für dich klick, 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 klick. Und wenn du halt der schwache Rassvoll bist wie ich, und ich bin wirklich schwach, echt. Ich bin blatt worden und habe so muskulös abgebaut, absolut abartig. Dann ist das, wenn du häufig schießt, so viel hintereinander, jetzt dann gleich und die nächste Serie und die nächste Serie für IPSC-Schießen sozusagen auf Armbrust, dann ist es nichts. Wenn du jetzt sagst, okay, ich schieße jetzt nur einmal das raus oder zweimal, dann okay, aber 50, 60 Durchgänge, no way, also ich schaff's nicht. Es gab auch die Frage zur Compact wegen Handschuhen, mit Handschuhen schießen. Ich gebe jetzt meine Lampe ganz kurz weg. Also das geht ist überhaupt kein Problem. Also Handschuhe schießen ist überhaupt kein Thema. Da ist genügend Platz hier, um durchzugreifen. Und natürlich, wenn ich jetzt wirklich eine Lampe auch mit dazu halte, das heißt, dass ich aufspanne, leuchte, okay, ich schalte jetzt eine auch noch. Ja. Gibt es natürlich auch alles bei mir, coole Lampen, ja. Zum Beispiel die Defender. Aber wurscht jetzt auch. Ja. Ist das auch mit Handschuh alles überhaupt kein Problem? Ja, überhaupt kein Problem, ist gut damit möglich, hat mit dem Wurfarm eigentlich nichts zu tun, sondern ist vom System her dementsprechend gut ausgebaut. Jetzt stellst du vielleicht noch einmal die Frage, aber was ist mit der Speed, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin ein starker Mann oder mir ist das wurscht, ja, ich ziehe das auf. Wie geht es mit der Kadenz, bin ich da dementsprechend schnell, auch mit der Compact, und da sage ich ja, wie gesagt, auch immer der 55 Pfund Bogen. Wir machen ganz einfach eine Testübungspfeile, ja, und ich gebe einfach massiv Gas. Ja, massiv Gas. Das Wichtige dabei ist halt, ich spanne jetzt einen auf, als wurscht ist. Wie gesagt, ich bin ja Fallolabaté, es ist ja niemand, ich kann niemanden erschießen, ist alles gut, ja. Boah. Auch da kriege ich immer wieder Kommentare, wo ich mir denke, ja, Obergescheiter, du warst nicht dabei bei dem Schusstest, da. Gut, wie auch immer. Also, du musst wirklich, also da, ab da fangt es jetzt ins Unangenehmwerden an. Ja, fangt es ins Unangenehmwerden an. Und jetzt musst du noch, bis du wirklich dieses Klack hörst, und dann bist du dabei, das muss man vielleicht ein bisschen üben, aber wenn du das gemacht hast, dann bist du absolut mit dabei. Also das geht. Ja? Und du ankerst dir, also ich sage dir das jetzt als Sportschütze, als Bogenschütze und auch mit Armbrust, ja? Also ich schieße einfach extrem gern, dass du dir halt durch das oft und häufige Schießen Ankerpunkte in das sogenannte Körpergedächtnis reinknallst. Und wenn du das immer wieder übst, dann hast du automatisch das Feedback von deinem Körper, das Geräusch, aber auch das Gefühl, wie es sich anspürt, wenn du ganz hinten ansitzt. Und wenn du das geübt hast, dann wird das auf jeden Fall funktionieren. Wenn du halt die Power dazu hast. Und wie gesagt, ich bin ja schwach, Raspel. So, aber jetzt, Speed Shooting, yeah. Okay. Auf die Plätze, fertig, tüt. Natürlich geht das. Aber das spüre ich in der Hand. Und besonders in dieser Hand hier, weil die muss ja beim Spannen komplett durchdrücken. Also ich spüre das dann einfach da mit der Zeit. Ich habe gestern Samstag, jetzt ist Sonntag, morgen, wo ich das Video mache. Ich habe gestern, du wirst mich für einen Verrückten halten, oder? Ja, ich bin total verrückt. Ich habe gestern 600 Mal geschossen, locker. Ich habe so viel geschossen, dass ich hier wund bin. Und dass ich da einen Muskelkater habe. In der Nacht habe ich geglaubt, was ist, ich bin immer wieder wach geworden. Ich habe so viel geschossen, einfach weil ich es wissen wollte. Ich wollte es wissen. Und ich habe mit dem geschossen bis zum Abwinken. Und das geht einfach voll rein. Das heißt, Sportschütze, bitte, 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 wenn du dir den Upgrade-Bogen kaufen willst, den kriegst du in meinen Shop, geh da hin, kauf ihn dir und sei glücklich.
Aber ich empfehle dir, wenn du länger schießt, am ganzen Nachmittag, und dir eine 500, 600 Pfeile rausknallen willst, übrigens muss man dann die Sehne, und dann musst du immer wieder Silikonspray dazugeben und immer wieder fetten, weil das Ding wird richtig heiß, ja? Dann sparen dir den 35 Pfund Bogen drauf. Das ist viel, viel, viel lustiger. Und wenn du in den USA sitzt und das eben jagdlich einsetzt, ja, then you have to not shoot so häufig. Ich kann nicht gut Englisch, wie du merkst. Ja? Für die ist das in Ordnung und soll so sein. Das ist meine Aussage dazu. Lange Rede, kurzer Sinn. Und ich bin jetzt wirklich böse. An all die Klugscheißer da draußen, die sagen, ah, das ist alles ein Spielzeug für kleine Kinder. Erst ab 18, Punkt A. Und Punkt B, wenn du über 18 bist und dir dieses Spielzeug kaufst, dann du bitte aufpassen, damit es niemanden anderen und dir selber nicht wehtust. Weil, du hast auch gesehen, der 35-Pfund-Bogen macht auch ganz schön Aua. Daumen nach oben oder nach unten. Ganz wie du magst. Und jeder, der mir auch normale, ich habe nicht alle Kommentare beim anderen Video gelöscht, ja, überhaupt nicht. Weil eine Frage zu stellen ist total in Ordnung. Aber alle Klugscheißer-Kommentare, so, Kinderspielzeug, Bipifax, Lulu, das hat nicht 200 Lips, sind einfach so aus der Realität, dass ich sie löschen muss und werde ich auch bei dem Video machen. Einfach, weil mein Blutdruck sonst steigt und dann muss ich wieder mehr Weißdornkapseln nehmen. Link zu all den Produkten findest du natürlich in meinem Shop. Lass ein Abo da, lass ein Abo da. Schau auch auf meinem Bogensportkanal, da kommen immer wieder neue Videos nur zu Armbrüsten und Co. Das hat mich gefreut, dein Rainer Rossmann und aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ciao, ciao.